Mein heutiger Bericht führt mich hinaus aus der ersten kindlichen Jugend und aus der Hirtenzeit zur zielbewussten Arbeit. 4 Jahre waren ins Land gegangen und ich war etwa 15 Jahre alt, als meine Kinderjahre endeten und meine Lehrjahre begannen. Geht gleich wieder. Vater, ich könnte den Flug führen. Ich bin stark genug und geschickt bin ich auch. Geh, du wirst einen Ausgewachsenen spielen. Na, pack ihn an. Wird schon nicht lang dauern. Also, Jackl, gehen wir's an. Hier! Hier. Na, Jackl, wie geht's dir? Hier. Brav, Bruder. Brav. Das wird einmal ein guter Bauer. Hier. Komm, du wirst. Vater, die nächste Furchen flog ich. Ja, freilich, Peter. Also, Peter, gehen wir's an. Ja. Hier. Peter, Peter, das wird nichts. Hier. Oha. Was hast du denn? Da. Geht schon weiter. Also, hier. Halt, halt. Oha, oha. Der Peter war heute am Flug. Und? Maria, es hat keinen Sinn, dass wir noch länger warten. Der Bub taugt nicht zum Bauern. Er wächst sie noch aus. Der Jackl ist ihm halt schon über. Bauernarbeit ist eine harte Arbeit. Da muss einer gemacht sein dafür. Ich weiß, von was ich rede, Maria. Hast dich abgelockt, ein Leben lang. Aber es ist auch gegangen. Es hat gehen müssen. Ich will den Buben da sparen. Es wird ihm hart ankommen. Besser jetzt hart, als wie später ein ganzes Leben. Der Jackerl kriegt den Hof. Schlaf jetzt. Es wird schon wieder alles in die Reihe kommen. Mach endlich die Kerzen aus. Ich will schlafen.
gleich. Jetzt hab ich's, Jackerl. Hör zu. Die Lehr bis auf Vögel, im Mai fliegt's daher, das Fanger schau später, da kommt's nimmer mehr. Die Lehr bis auf Wasserl rennt unter die Brück, mein Herz ist ein Schifferl, kommt nimmer mehr zurück. Gefällt's der Jackerl? Oh, der schläft schon. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt hört's einmal alle zu. Ab heute ist der Jackerl kein Halterbub mehr. Er ist Flughaber. Da werden die Regenwürmer Augen gemacht haben, wie sie die Acker gesehen haben. Peter, warte ein wenig. Wie hat's mir? Schurl! Lass ihn, er hört eh nichts mehr. Wenn der was hören will, das hört er schon. So, Peter, das Ganze rundherum reden, das nutzt nichts. Du wirst das selber einsehen. Für einen Bauern bist du schwach. Du musst aus dem Haus. Aber Vater, ich will doch... Wenn ein Bub wie du in deinem Alter nur auf einem Mölkeimer herumreiten kann, ohne dass er einbricht, nachher weiß man's eh. Du wirst mir's nur mal danken. Den Hof kriegt dein Bruder Jackerl. Die Mutter wird nachfragen beim Pfarrer von St. Kathrin, ob du Pfarrer werden darfst. Darfst nicht, wirst Schneider. Meck, meck, meck! Ein Sacker, ein Blunzenstern, ein Schneider. Ein schöner Tag. Da muss doch Gottes Segen auf unserem Gang liegen. Nur eins drückt mich vor. Bist dein Vater nicht böse? Nein. Ich tät gern Pfarrer werden. Und dem Jackerl bist du auch nicht böse? Was soll ich dem Jackerl denn böse sein? Der Vater weiß, wie es ist, wenn einer Bauer ist und ist zu schwach dafür. Er hat dich genauso lieb als wir den Jackerl. Das weißt du. Ja, Mutter. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Ich habe euch ja gar nicht kommen gehört, Waldbäuerin. Dieser blöde Schnupfen. Ich riech nichts, ich höre nichts, es ist zum Verzweifeln. Ihr solltet jetzt im Haus bleiben, Hochwürden. Nix, nix, mein Garten, der braucht. Hilf Gott. Dankeschön. Na, der Bub ist ja rechtschaffen in die Höhe geschossen in der letzten Zeit. Ja, und die Gedichterl werden auch immer weltlicher. Hochwürden, mein Peter... Gräm dich nicht, Waldbäuerin. Er kommt halt jetzt ins Alter. Ne? Wir waren alle einmal jung und auch keine Heiligen. Aber unser Peter ist sehr fromm. Ich will nur noch fromme Gedichterl schreiben. Ganz gewiss, Herr Pfarrer. Versprich nur nicht zu viel. Also, Waldbäuerin, was hast du auf dem Herzen? Brauchst du einen Rat von mir, dann komm nur gleich mit. Komm. Waldbäuerin, du hast meinen Rat wollen, ich gebe ihn dir. Ich kenne deinen Buben, der hat keine Anzeichen zum Priester. Als dass er schwach ist. Und schwache Priester haben wir genug. Er soll was anderes werden. Aber mein Bub meint,
Fürs Beichthören und Predigen war er stark nur. Ach, was weiß denn der junge Latsch schon vom Beichthören und vom Predigen? Fürs eine braucht man einen guten Magen und fürs andere eine gute Stimme. Er soll ein Handwerk lernen. Wer weiß, wo sie dich hingeschickt hätten zu studieren. Gewiss bis auf Graz. Wo ich dich so schwer hergebe. Und was er vorher für ein Leben hat. Alleweil allein, keine Frau, kein Kind. Gebäderl, mach nicht so ein Gesicht. Du bist doch nicht schuld. Der arme Peter. Wenn er zu schwach zum Bauern ist, dann ist er auch zu schwach zum Priester, hat der Pfarrer gesagt. Ja, woher weiß das der Pfarrer? Lonerle. Ich soll erst einmal einen Acker umpflügen, nachher wird er wissen, von was er redet, der Pfarrer. Ja, ich will nichts mehr hören davon. Unser Herrgott hat halt was anderes vor mit dem Peter. Gleich morgen geh zum Schneiderhäuseln über und frag den Meister Natz, ob er nicht einen Lehrbuben brauchen kann. Ein Handwerker hat seinen Auskommen und ist überall gern gesehen, wenn er seine Arbeit brav macht. Der arme Peter. Wo ist er denn überhaupt? Gerade war er noch da. Reinkommen. Ich rede mit dem Vater. Wir bleiben beide am Hof. Der Hof, der reicht gerade für einen. Und ich taug nicht dafür. Mach nicht so ein Gesicht, komm gemein. Allerweil fleißig, Meister Natz. Oh, ich bitte um Vergebung. Ich hab's gleich. So. Es muss schon mit dem Teufel zugehen. So wie ich mit dem Putzen anfange, kommt der Kundschaft daher. So. Hab euch lang nicht gesehen. Waldbäuerin. Bitte. Ich komme aber nicht als Kundschaft, Meister. Ich komme in einer anderen Sache. Ach so? Na, bitteschön. Du, Peter, komm einer. Grüß dich, Marie. Grüß dich, Peter. Na, sag mal, was du geschrieben hast. Ja, da. Kalender für Zeit und Ewigkeit?
Was hast denn du da geschrieben? Ein Liebesbrief? Ach, es ist nur für den Vater. Schaut, sind keine Gedichte dabei? Freilich, doch. Doch, schau. Vater! Vater, komm! Hör mal, wie ich heute Vormittag in der Kirche war, sehe ich zwei blutjunge Brautleute stehen. Es war halt der Brauch, dass sie barweiß gehen. Ja, der Brauch ist fein. Ja, der gefällt mir. Wart's denn richtig ein, wenn ich größer wir? Gut. Nachher auf die Nacht, wie wir gegessen haben, schlupfen's alle zwei in der Kammerl zusammen. Schiebt der Bub vor dir das Riegel vor? Ja, haben's gesagt, es ist halt der Brauch also. Ja, der Brauch ist fein. Na, der gefällt mir. Wart's denn richtig ein, wenn ich größer wir? Sehr gut. Herr, du hast, damit das Papier nicht ausgeht, gell? So, Schneider will er werden, euer Bube. Was hat ihm denn auf die Idee gebracht? Er ist halt zu schwach zum Bauern. Zu schwach zum Bauern? Jeder Mist will heutzutage schon Schneider werden. Ich will euch was sagen, Waldmeierin. Der richtige Schneider, das muss ein kerngesunder Mensch sein. Einmal das Fülle sitzen. Nachher zum Feierabend, wenn andere Leute sich ausrosten, das weite Gehen über Berg und Tal, das ganze Zeug mitschleppen. Für die Steher, der Soldat, seine Rüstung. Aber der Bub ist zäh. Ja, noch das unterschiedliche Essen. Bei einem da ein Mager, beim anderen Fett, in einem Haus nur Milchspeisen, im anderen wieder nur Fleisch, heute nichts wie Erdäpfel und Grünzeug und morgen wieder nur Suppen und Brei. Ein Magen, der was das aushält, der muss in der besonderen Gnade Gottes stehen. Am Morgen fällt ihm nichts. So, ja, das ist recht. Na, nachher die unterschiedlichen Leute, mit denen sich ein Schneider abgeben muss. Da eine bissige Bäuerin, da ein geiziger Bauer, der den Handwerker mit blödig Spaß satt machen will. Na, wieder woanders, ein Betbruder, der alle Abend Psalter über Psalter herbet. Und dann das Schlimmste, die Unsauberkeit, Waldbäuerin. Wer das aushält, der darf kein Schwacher sein. Wenn ihr es nur probieren wolltet, ich tät es ja selber sehen. Macht er inzwischen ein bisschen eine Figur. In der letzten Zeit ist er recht scharf mit Heck geschossen. Ich werde ihn anschauen. Nächste Woche bin ich beim Kaufmann Haselgruber auf Steher, da soll er mal zu mir kommen. Dankeschön. Dankeschön. Na, na. Wird sie schon weisen, Waldbäuerin. Wird gut. Wird gut. Was willst? Schneider werden möchte ich gern. So. Der Waldbauern Peter will Schneider werden. Mein Gottes Namen. Hock dich da her. Heft mir den Ärmling zusammen.
Ja, schau, Haselgruber, das ist mein neuer Lehrbuhr. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn er in dein Haus seine Lehrzeit anfängt. Freilich ist mir recht. Wenn das heute dein erster Tag ist, dann müssen wir Einstand feiern, Peter. Marie! Was ist denn, Vater? Jetzt ist aus unserem Dichter ein Schneider geworden. Peter, bist du nicht gescheit? Du wirst doch wohl kein Schneider werden wollen. Empfindsam sei leid unser Handwerk nicht. Auch jeder Ochsenknecht wird was zum Erzählen haben. Auch jeder wird die ausspotten und wird ein Ziegenbock meckern, wenn er die sieht. Losen. Ein gescheiter Mensch schämt sich nicht für sein Handwerk. Und jetzt renn den Ärmel wieder auf. Wird schon werden mit dir. Na ja, los. Schau, Peter. Ich will dich halten, wie mich mein Meister gehalten hat. In der Woche arbeiten wir bei dem oder dem Bauer auf Steyr und haben dort Kost und Liegestatt. Lehrgeld musst du keins zahlen. Samstag auf die Nacht kannst du zu deinen Vatern heimgehen. Deine Lehrzeit dauert 3 Jahre. Nachher, wenn du brav und fleißig bist, lass ich dich freisprechen. Dann kannst du für einen Wochenlohn bei mir bleiben oder gehen. Ist dir das recht? Es ist mir recht. Auf Glück! Schneider werden. Wie ist dir denn das eingefallen? Was soll ich denn sonst werden? Der froh sein, dass es überhaupt versucht mit mir, der Meister Naz. Für den Bauern bin ich schwach. Fahrer geht auch nicht. Hast recht. Jetzt bist du mal Schneider. Jetzt bleibst du es auch. Vom Gedicht oder schreiben? Da kann ich nicht leben können, leider. Aufschreiben durch meine Gedichte und Geschichten am Sonntag. Und unter der Woche, wenn ich nadel, da denke ich es mir aus. Und die Leute können es nachher bei mir lesen. Die Kunden. Das Handwerk bin ich dein Part. Wenn dir irgendwas drückt, kommst du zu mir. Und allebei Wohlgemut. Das ist für dich. Dankeschön. Auf Glück. Auf Glück. Bart. Nein, nein, es geht schon. Sei mir nicht böse, Peter. Ich will dich nimmer mehr verspotten. Du darfst dich nicht vergessen. Versprichst du mir das? Komm gut heim, Peter. Hoffentlich hast du dich auch einen schönen Rausch wie ich. Gute Nacht, Haselgruber. Gute Nacht, Peter.